Ja, wie bin ich zum Wein gekommen? Das ist mir quasi schon in die Kinderwiege gelegt worden. Ne? Meine Eltern haben das Weingut gegründet damals und ich bin eigentlich auch damit aufgewachsen. Ne? Also schon immer in den Reben mit dabei. Waren Sie ein bisschen unterwegs Ja. in Deutschland oder im Ausland? Ja, also während meinem dreijährigen Lehrer war ich jedes Jahr in einem anderen Weinbaubetrieb. Das letzte Jahr war ich dann auch außerhalb von Baden, war ich in der Pfalz. Dann war ich in Australien unterwegs auf einem Weingut und zum Schluss war ich dann in Weinsberg auf der Technikerschule. Ne? Und welcher Rebsorte gehört Ihre Liebe? Ja, an und für sich habe ich ein großes Herz für Spätburgunder, aber die außergewöhnliche Lage Feigenwäldchen mit ihrer Rieslinge ist natürlich auch auf jeden Fall ganz weit oben bei mir. Ne? Ja, das verstehe ich. Ganz seit welchem Jahrgang haben Sie das Feigenwäldchen? Also Bewirtschafter tun mir das Feigenwäldchen die Lage seit 2009, aber die Lage ist natürlich schon viel älter, hat schon seit dem 14. Jahrhundert Bestand. Bei uns in der Region ist wirklich eine der namhaftesten Rieslinglage hier in Baden. Was ist das Besondere, ein Winzer, ein Weinheld zu sein? Was ist das, wo ist das Gefühl, wo geht Ihnen das Herz auf? Ja, ich denke einfach auch in meinem Alter noch neue Wege zu gehen, neue Wege zu wagen und damit dann auch erfolgreich zu sein, ist natürlich das, was einen dann wirklich das Herz aufgehen lässt, ne? Weil man hat ja doch einen relativ hohen Anspruch an sich selbst und an das, was man eigentlich dann auch verwirklichen und umsetzen möchte. Und das ist eigentlich so wirklich das, was einen anspornt und was einem mir auch Spaß macht. Meine Philosophie ist einfach, lieber etwas weniger Ertrag und dafür etwas mehr Fläche, um die gleiche Weinabsatzzahl zu haben, aber durch den weniger Ertrag steigt natürlich ungemein die Qualität, wo dahinter steht. Ne? Das ist Johannes Kopp.